chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. Blumi, erzähl uns mal was von deiner Bestimmung. Ich werde alle Menschen umbringen. Wurde dir das prophezeit? Ja. Cool. Erzähl uns was Neues. Ich werde regenbogenfarbene Eiscreme erfinden. Die gibt's schon. Ich werde mir ein Lippenpiercing stechen, einen Bart wachsen lassen und der Allercoolste werden. Wo hast du das her? Vom Orakel von Delhi? Badumtsch. Also, was ist denn das für eine Bestimmung? Oh, ich sehe Großes in deiner Zukunft. Lippenpiercing und Eiter. Und ich werde ein Hipster. Du? Ja, eben, du bist ein Hipster. Super. Hurra, die Welt geht unter. Na Juti, dann erzähl uns mal was von der letzten Folge. Wir haben... Warte, ich bin ja später dazugekommen. Also was vor mir passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich... Wir auch nicht. Achso, gut, ja, dann nichts Neues. Ihr wartet ja immer so treffend, bis ich irgendwann dann den letzten Spielabend zusammenfasse. So, jetzt darfst du nochmal einen Orgasmus kriegen, Spielleiter. Hä? Na, weil ich gesagt habe, den letzten Spielabend. Oh, oh, Tote. Als ich das letzte Mal gesagt habe, bist du übelst abgegangen. Nein, da hast du ja gesagt, letzte Folge. Jetzt ist es ja richtig, warum soll ich bei richtigen Sachen einen Orgasmus kriegen? Das ist doch völliger Bullshit. Na, weil du das letzte Mal, als ich es richtig gesagt habe, total abgegangen bist. Ach so, ja, ich erwarte inzwischen tatsächlich mehr, als dass du begriffen hast, wie dieses System hier funktioniert nach 2 Jahren. Verdammt, ich darf die Erwartungen nicht mehr so hochschrauben. Ich bin eigentlich nur, also vielmehr Jojo ist dann nach Hause gekommen irgendwie und hat dann einen Datenchip zu Gesicht gekriegt, der besagte, dass die IC-Brecher jetzt ihre Schuld einfordern und wir bitte etwas für sie erledigen sollen als Gegenleistung. Das besorgte dir nicht, das war eine höfliche Bitte und eine Frage, ob ihr helfen könnt. Ja, die waren freundlich. Ja, die waren einfach nur höflich, aber im Grunde genommen bedeutete es das. Und sie haben uns dann auch noch jemanden an die Seite gestellt, der uns bei dieser ganzen Geschichte helfen sollte, oder soll vielmehr. Genau, und zwar ging es darum, dass wir etwas holen sollen, einen Knoten holen sollen, der sich in einem abgesicherten Bereich... Zerstören. Ja, oder was zerstören. Wir sollen dafür sorgen, dass dort keine Daten mehr geliefert werden. Ja, genau, stimmt. Okay, holen, zerstören, was auch immer. Auf jeden Fall irgendwie aus dem Zugriff der Polizei, die den Bereich absperrt, in dem sich dieser Knoten aktuell befindet, dem Zugriff entziehen. Wir haben dann nach, oder vielmehr nein, die anderen beiden, haben dann nach Nietzsche gesucht und haben ihn dann... Oh Gott, so Nietzsche ist tot. Genau. Gott hat Nietzsche getötet. Oh. Er lag da irgendwie mit einer Familie, also eine Familie lag da erschossen auf dem Bett. Nietzsche war ebenfalls tot, wie sich dann herausgestellt hat. Ich finde das witzig, dass ihr davon ausgeht, dass es eine Familie ist, nur weil es 2 Erwachsene und ein Kind waren. Naja, die saßen da zumindest so auf dem Bett drapiert, dass das schon irgendwie merkwürdig. Also irgendwie schienen die mit diesem
mit Nietzsche in Verbindung gestanden zu haben, vermutlich. Ansonsten wären sie nicht da gewesen. Also diese Zusammenstellung, die da saß, war schon irgendwie komisch. Vielleicht war es auch keine Familie oder eine Patchwork-Familie oder ein Puppenhaus. Bezahlte Schauspieler. Also so schweinisch ist unser Spielleiter nicht. Was hat er gesagt? Sexsklaven, bezahlte Sexsklaven, hat er gesagt. Das ist unartig, das ist kein FSK 18-Dings, bitte unterlass das jetzt, ja? So, ihr aufgeschnitten. So schweinisch ist unser Spielleiter nicht. Genau. Und den Bereich haben wir uns dann auch schon angeguckt, um den es geht. Dort befinden sich einige Wohnhäuser, ein Kran, der in diesen Bereich führt, der dort gibt es einiges an Polizei, die auch irgendwie den Zugang in diesen Bereich begrenzen. Dann ist da auch noch irgendwie ein großes Gebäude drin, wo alles Mögliche drin ist. Ein Schwimmbad und Solarium und was weiß ich, alles noch alles da verscheckt, bla bla bla. Und eine Werkstatt. Wir hatten uns auch schon einen Weg hinein überlegt, der vielleicht klappen könnte, entweder über den Kran oder über dieses Werkstattdach, was nicht allzu hoch war, um diesen Monodraht umgehen zu können. Und dann befindet sich darin weiterhin noch eine U-Bahn-Station, wo wir überlegt hatten, vielleicht über die Wartungstunnel dann am Ende entkommen zu können oder das zumindest als Notlösung zu haben. Dann warten wir noch immer auf eine Hilfe der IC-Brecher, um diesen Knoten überhaupt ausfindig machen zu können. Es befinden sich in diesem, auch wenn wir schon eine Vermutung haben, wo der sich befindet, nämlich wahrscheinlich irgendwie in diesem großen Gebäudekomplex, wo Schwimmbad, Solarium, Physiotherapie oder ein Schönheitssalon, was weiß ich, was da alles drin ist. Auf jeden Fall sind da zwei Typen reingegangen, bei denen es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Undercover-Bullen handelt, die dort in diesem Schwimmbad zumindest arbeiteten. Davon haben die irgendwie erzählt. Das heißt, es liegt vielleicht sogar nahe, dass da irgendwas ist, wenn die da schon arbeiten. Und habe ich was vergessen? Ja, wir haben ein Tool gekriegt, auf dem wir das 10 Meter genau finden können. Uh-huh. Ja, das haben wir ja noch nicht. Darauf warten ja, wir. Ja, stimmt. Auf diese Hilfe warten wir ja noch. Ja, das haben die uns schon zugesichert. Genau, vorher waren es ja 2 Meter und dann war Nietzsche tot und dann. Ja, 10 Meter finde ich eigentlich immer noch zu wenig, aber gut. Damit war aber gemeint, dass es nicht auf 10 Meter genau ist, sondern dass es dich ab 10 Metern hinführen kann, dann punktgenau, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so formuliert hatte, aber ich meinte es so und das ist ja mindestens genauso viel wert. Achso, ja, das klang nicht so. Du bist allerdings in 10 Meter Radius und dann zeigt dir so ein dicker Pfeil, da, guck mal. Und davor zeigt es nichts an. Davor zeigt es an, suche, dort nicht, kalt. Oh, das ist aber sehr unsicher, muss ich jetzt mal so sagen. Gerade bei so einem großen Bereich, dann auf 10 Meter genau. Sie geben euch ja vorher noch genau das Gebäude und den Teil des Gebäudes. Achso, na, dann bin ich zufrieden. Chill mal dein Leben, Alter. Was ist denn los? Weitere Additionen? Von euch? Habe ich wieder irgendwelche Namen vertauscht versehentlich? Es gab keinen. Und selbst wenn, dann ist es jetzt einfach gesetzt. Das stimmt. Ich bin Herrin der Namen. Milzprolinchen. Vielleicht scheint es heute so, als hätte sich Diddys Charakter innerhalb dieser einen Woche Pause plötzlich vor 7000 Mal bessert. Das stimmt auch. Viel Spaß und bleib anständig. Karte! Nur noch mal zur Erinnerung. Ja, danke. Ich mag Karten. Cool. Ich mag Züge. Ja, du magst Züge? Also, wär jetzt ohne dein Dings besser gewesen, aber ist nicht so schlimm. Ihr hattet ja die Nacht dann, ihr hattet euch irgendwann nochmal nachts unterhalten, das heißt, wir können problemlos hüpfen. Nebenbei. Zwei der Gänger, wir nennen das nicht Giftgasanschlag, aber aus nicht naheliegenden, nicht so leicht zu ergründenden Gründen,
haben die beim Aufpassen irgendwo einen schönen dollen Husten bekommen mit ein bisschen blutigen Auswurf und mussten deswegen jetzt ein paar Tage flach liegen und werden noch behandelt. Ich tue mein Bestes. Nicht von dir. Warum nicht? Weil die hart vercybert sind, da bringst du nichts. Ach so. So, ihr kriegt nächsten Tag einen Anruf. Und zwar von jemandem, den du dir gerade noch ausdenkst. Nein. Ich überlege mir nur, wie er es euch klar macht. Das versteht doch die Hälfte nicht. Also, hier, Lou war's, ne? Wu? Lou? Oh Gott. Warte, ich guck kurz nach. meinst du? Ja, ich bin Xu und der andere war Cheng. Das nee, meinst. du bist jetzt Lou. Ich kann mir den Namen merken. Ich konnte mir Xu. Den Namen merken. Warte mal, das sprichst du bloß falsch aus. So ein geschriebenes lateinisches X wird da wie ein L ausgesprochen, oder was? Ja, fast. Na, siehst du mal. Nee, du kennst den Dude auf jeden Fall. Das ist Plug. Die anderen beiden, die Persona wird ein... Ah, sehr gut. Das ist eine Persona menschlichen Duktuses mit einem Hauer mit... Was war denn das? Platin. Platinüberzug. Sehr gut. Jojo, du müsstest eigentlich noch über die Yanks wissen. Mit Sicherheit. Sehr gut. Dann weißt du Bescheid. Warte. Aber ich als Spielerin weiß es gerade nicht mehr. Alles klar, ey. Mann, die IC-Brecher, die haben da als Erkennungszeichen immer einen implantierten Hauer und die Farbe von dem Überzug hebt an, wie geil der ist. Und Platin ist halt ziemlich weit oben. Es tut mir sehr leid, aber ich hatte in meinem, in meiner runden Karriere noch nicht allzu viel mit denen zu tun. Und das ist der Grund, warum wir keine Qualitätsoffensive starten können. Wegen ihr. Was hatte denn hier Dings? Ich konnte mir immerhin den Namen des Charakters unseres Mitspielers merken. Könnt ihr das von euch behaupten? Ich habe ihn abgelesen. Nein. Was hatte Stalin denn für einen Hauer? Stalin? Stalin? Ach komm. Das macht man doch schon extra falsch. Ja, aber ich habe nicht verstanden, welcher das sein soll. Nietzsche? Mhm. Wie bringst du Nietzsche und hättest du gesagt, was hat Schopenhauer für einen Hauer oder so? Oder Kant, aber du kommst mir einfach mit Stalin. Kant, hahaha. Entschuldigung. Da muss ich glaube, der braucht einen Stalin-Bräu. An rosa Tütüs und nackte Hintern denken. Also, Dilly, da konnte ich wirklich nicht der, warte mal, das Beste, scheiße, ich glaube, das Beste war Platin. Warte. Dann ist er wohl aufgestiegen, oder? Ja, das wäre ja dann offensichtlich... Oh, lass mich mal kurz... Der neue Boss. Ne, Platin. Da war auch Platin, aber sonst habt ihr noch nie irgendwo Platin gesehen. Oh. Also wir kriegen alle drei diesen Anruf, ja, quasi als Konferenz. Ganz recht. Ich nehme den Anruf an. Ich auch. Ich dann auch. Mitläufer. Ja, ich dachte mir, ich wollte nicht alle außen vor gelassen werden. Das wäre so, meh. Guten Tag. Hallo. Das Programm wird innerhalb der nächsten 4 Tage fertig sein. Es wird aber ein weiteres Programm geben. Dieses Programm hilft, einen anderen Knoten zu finden. Mit diesem Knoten und jetzt... werde ich mich sehr kurz fassen, sind wir in der Lage, die Safe-Target-Systeme der Smart Guns der Polizisten auszulesen beziehungsweise einige Veränderungen vorzunehmen. Das bedeutet, dass nachdem ihr das abgeliefert habt, 3 Wochen lang nicht zu erwarten habt, dass Polizisten auf euch schießen können. Ist alles soweit klar? Ja. Klingt plausibel. Okay. Ich melde mich, sobald beide Programme fertig sind. Piep. Okay. Das ist doch mal ein Anreiz. Das ist ein ziemlich geiler Anreiz. Ja. Hört sich gut an. Also dafür stehe ich freiwillig auf.
Jojo wirft dir einen etwas merkwürdigen Blick zu. Es ist eine Gruppenkonferenz. Du kannst, in welche Richtung wirfst du denn den Blick? Richtung Apartment. Zum Comlink. Sie hat vielleicht gerade ihre Kamera angemacht. Nein, hat sie nicht. Aber das ist egal. Sie wirft trotzdem einen merkwürdigen Blick in Richtung Comlink und schüttelt mit dem Kopf. Diddy, was ist die Persona von deinem Comlink? Und sag bitte ein Schweinchen oder sowas. Dann überlegen. Schwarzer Teufelshund. Wuff. Warum? Weil sie jetzt diesem Hund einen komischen Blick zuwirft und der Hund wird nur seine Lefzen zeigen und ein wenig sabbern. Jo, ungefähr so. Yay. Gut. Pfui. Wow. Ja, sie legt erstmal auf. Ja. Na dann ich auch auf. Oh. Dann gib mir eine Nachricht ins Leere und keiner kriegt sie. Oh nein. Du kannst es mir sagen, Telly, ich schätze dich. Ich wollte gerade sagen, treffen bei uns, du bringst Burger mit, aber nein. Oh, das wäre wirklich Zeitverschwendung gewesen. Spar dir sowas am besten. Na toll. Dann halt nicht. Jojo denkt gerade, verdammt, wir hätten uns vielleicht mit ihm zusammensetzen sollen. Wie also habe ich Esel denn aufgelegt? Ich order Burger. Es kommt daher, dass es 5 Uhr früh ist. Habe ich vergessen zu erwähnen, ist aber nicht so schlimm. Fällt euch erst jetzt auf. Jojo ist schon wach. Guck, deswegen will ich noch nicht aufstehen. Und ich order Burger dafür, dass die um 9.30 Uhr geliefert werden. Okay. Du drehst dich um und schläfst weiter. Genau. Dann wirst du später aufstehen. Und du wirst nie wieder etwas von diesen Burgern sehen. Das hab ich mir gedacht. Müsste es nicht allgemein schon langsam wissen, dass die Burger verschwinden? Obwohl, ich vermute, du wirst noch Jojo sehen, wie sie einen isst. Nö. Nicht? Aber wenn du einen davon isst, brauchst du ja ungefähr 4 Stunden. Nö. Dann wirst du nie wieder was von den Burgern sehen, außer die leere Schachtel. Ja, das ist so klar. Nichts kann man sich hier liefern lassen. Und ich hab die doch langsam wissen. Ja, ich hab die schon mit 2-mal Gurken bestellt, weil das hier keine Sau isst. Gurken liegen alleine. Okay, Pickchen. In der Schachtel liegen sehr viele Gurkenscheibchen. Ja, das sind doch eiskalt, ne? Das sind eiskalt. Die haben Hunger. Sind im Wachstum alle noch. Echt mal? Die haben doch Essen im Kühlschrank. Ist das ja, warm? Das ist ein Unterschied. Es ist mit Sicherheit selbsterwärmend. Okay, jemand kommt und bringt dir gratis Essen. Ja, okay. Oder du gehst zum Kühlschrank, machst es warm und es ist irgendwie nur so halb gratis. Kaban, das war dumm. Ja, das ist so. Aber ich hab mir gedacht, hat es im Halbschlaf gemacht. Das stimmt. Das war, ja. Und das ist so, okay, wenn ich aufstehe, kriege ich Burger. Geil. Wenn du aufstehst, riecht es nach Kaffee. Ja. Zum Beispiel, aber es riecht mal nach Kaffee hier. Es riecht nach kalten Burgern. Es riecht auch noch nach Burgern, ja. Und du hast noch die Gurken. Von denen ich keine habe. Das weißt du ja erstmal nicht. Du stehst auf, es riecht nach Kaffee, es riecht nach Burgern. So wie du dir einen wunderschönen Morgen vorstellst. Roger springt fröhlich neben dir her, während du in die Küche schlurfst und dich dabei an den Eiern kratzt. Nee, so früh morgens trinkt er noch kein Bier. Schnaps? Zum Wachen? Nein. Kaffee-Likör schmeckt immerhin nach Kaffee. Noch nicht. Ja. So nach dem Frühstück. Ihr müsst ihm doch alle nicht den Alkoholkonsum unterstellen. Das macht er schon von alleine. Okay. Wir freuen uns darüber. Ja. Ich werde mich dann wieder erwartens aufstehen und mich erstmal in meinen Sessel setzen und Matrix-Spiele spielen.
Mal. Ja, das macht man am Morgen. Burger essen wäre die richtige Antwort gewesen. Das RNG ist nicht nett zu dir. Max. Du weißt ja, egal welches Spiel du spielst, die Zufallskomponente ist immer da. Ich meine, es liegt nicht daran, dass du schlecht bist in egal welchem Spiel, aber hast halt einfach kein Glück. Du solltest vielleicht mal gegen Kaban spielen. Er kann das ziemlich gut. Ich habe gehört, Jojo ist eine wunderbare Partnerin dafür. Ich glaube, ich kann das auch relativ gut. Also, hat euch echt alle AR-Spieler als Wissensfertigkeit gegeben? Na klar, Matrix-Spiele. Natürlich. Sicher. Ich glaube, dass ich nicht, aber... Auf 4. Siehst du? Aber es gibt jemanden, der hat Unglück. Voll ab. Aber wenigstens geht's diesmal nicht um Geld. Nebenbei läuft der Tritt da drauf irgendwie irgendeine Anime-Serie oder Urban Brawl. Und ja, so wird er wahrscheinlich bis 8, 9 Uhr rumsitzen. Und entspannen. Jojo kommt mit verschwitzten Sachen aus dem Sportraum und geht duschen. Seit wann haben wir einen Sportraum? Schon immer. Oh. Die Gang hatte schon immer einen. Die Tür ist mir noch nie aufgefallen. Ist ja Wahnsinn. Ja, natürlich. Da drin sind sogar Lampen mit ein bisschen UV-Licht, also die so ein bisschen UV-dingsig sind. Weil immer gebräunt wird. Na, weil du ja in Joschneue so wenig Licht hast und dann Deswegen gibt's so ein bisschen UV-Licht da unten in den Birnen drin. Also nicht so richtig wie auf einer Sonnenbank, aber halt so ein bisschen. Sehr schön. Ja. Ich bin ja begeistert, dann kann er ja seine Muskeln bräunen lassen, während er trainiert. Ja, richtig. Jetzt brauchst du keine Mitgliedschaft mehr im Studio. Es reicht aber kaum, dich bräunen zu lassen. Das reicht, um dich normal nicht weiß werden zu lassen. Es ist nur, damit man seine tägliche Dosis UV-Strahlung kriegt. Wegen der Vitamine. Richtig. Wegen was anderes würde man das gar nicht machen. Ja. Das stimmt. Muskeln müssen glänzen, braun. Das ist so. Da musst du wohl doch nochmal ins Sonnenstudio gehen. Da musst du dich vor allen Dingen einölen und dann musst du die Prügel aushalten. Die flutscht doch ab, wenn er eingeölt ist. Ach so, deswegen. Na klar. Ja, der Mann hat keinen Geschmack. Schön Goldkette dabei, am Hals und dann. Alles klar. Alle Frauen gehen runter, nur um Kaban Sport treiben zu sehen. Kennt man. Standardmove halt. Man sind hier eigentlich in dieses Paralleluniversum gezogen, hat der Trainer gesagt. <Keine Ahnung. lacht> Jodi, hier, was macht ihr gerade? Gerade noch Spiele spielen. Achso, okay, ich hab nichts verpasst, sehr gut. Nö. Es kam eigentlich nur auf, weil ich gerade sagte, dass Jojo mit verschwitzten Sachen aus dem Sportraum kommt und sich duschen geht und Kaban dann fragte, wir haben einen Sportraum? Ach so. Da kannst du Sport dran machen. Ja, ja, das ist mir schon aufgefallen. Da kriegt man sogar richtige Sonnenbräune. So halb. Ja. Nein, aber ja. Also, zurück zum Plan. Der lautet wie folgt. Wie ist denn das da mit der Sicherheit? Kann ich da mal mit einer Drohne so quasi drüber fliegen? So? Hattest du, glaube ich, sogar schon getan. Sehr gut. Ich gucke mir die Aufnahmen an. Hat er das wirklich schon getan? Wollte er, ich glaube er sogar, dann, er hat sogar, weil wir irgendwie schon echt viele Infos hatten, auch so mit der Höhe der Gebäude und so weiter und so fort. Okay, das könnte sein, wo ich Kopfschmerzen bekommen habe.
da dann weg bin. Jo. Auf jeden Fall, wenn wir es nicht getan hätten, würde ich es gerne versuchen wollen. Ja, du hast das schon gemacht, das ist schon alles okay, aber was willst du denn wissen? Alles. Hä? Wir wussten doch eigentlich schon recht viel. Das mit dem Monodraht, irgendwie wie hoch die einzelnen Häuser waren. Wir wussten sogar schon, wo da wie die Wachleute rumliefen, dass die immer zu zweit durch die Gegend rennen. Und was das Einzige, was noch ausblieb, ist eine längere Beobachtungsaktion, quasi über mehrere Stunden, glaube ich. Nee, ich wollte doch so gucken, ob da Kameras sind. Müsst ihr doch, ja, an den Zäunen. Genau, an den Zäunen, das wüssten wir schon. Auch hier so? An der U-Bahn sind welche, aber nur am Eingang und der ist rechts. Wie machst du eigentlich immer deine Striche weg? Mit Steuerung Z oder was? Es gibt einen Undo-Button. Oh. Über den Namen. Bei mir nicht. Doch. Bestimmt. Ach da. Oh. Ah, und doch. Nein, ja. Doch nicht. Das ist aber erstmal egal, ich kenne mich aus, ich bin klug. Und das Safe. Oben rechts. Das hätte ja keiner. In jedem Fall los. Du wolltest wissen, so weitere Kameras dort am Eingang von dem unteren langgestreckten Gebäude gibt es einen. Der Eingang ist unten rechts, den mache ich gleich ein. Und bei der Werkstatt ist einer in der Werkstatt. Ist eine in der Werkstatt. Wenn also quasi das Rolltor oben ist, sieht man die auch. Gut, die in der Werkstatt, die interessiert mich ja nicht so. Ja. Gut, das hier waren 15 Meter, glaube ich, ne? Ja. Und wie stehen da, wie war das hier bewacht? Die Leute gehen also da steht erstmal keiner, aber die Leute gehen Streife. Das würde also nicht auffallen, wenn wir... Da steht nicht 24-7 jemand. Da würde also nicht auffallen, wenn wir da jetzt da runter und dann da wieder rein. Ich glaube, das war unser Plan. Genau. Ich glaube, unser Plan war so... Ah nee, da kamen wir nicht hoch. Es gab mehrere Pläne. Es gab einmal den Plan, über diese Fahrzeugwerkstatt zu klettern, weil die so niedrig ist und weil wir da wahrscheinlich hochkommen und dann da unten in das Gebäude rein. Oder über den Kran auf das Dach von diesem Schwimmbecken Stuffer Beauty Farm Sarghotel zu klettern und dann vielleicht sogar oben übers Dach rein. Und dann war noch irgendwas mit der U-Bahn. Genau, und über die U-Bahn wollten wir eventuell raus, weil da ja diese ganzen Wartungstunnel sind. Und da war, glaube ich, sogar die Idee, dass der Rigger mit seinen Drohnen irgendwie dafür sorgt, dass wir da zum Beispiel auch gegebenenfalls die Elektrizität ausschalten können, weil da ja auch die ganzen Zugänge waren von über die Elektrokram, bla bla bla, der den ganzen Block da versorgt. Er hat einen Namen, er heißt Lou. Nein, Xu. Er heißt Lou. Wow. Nennen wir ihn einfach Paul. Pipi. Entschuldigung. Passt schon. Nein, mal Lulu. Entschuldigung. Nein, Xu. Oh. Genau, unser Rigger. Gesundheit. Mann, das war... So habe ich ihn, glaube ich, begrüßt. Es ist unglaublich schlimm. Ich hatte gerade das Bedürfnis, nach diesem unheimlich geilen Wortwitz zu sagen in der letzten Folge, weil immer, wenn die Qualität an Wortwitzen kommen, sind wir im Intro und ihr drückt euch davor, um was zu machen. Das war ein richtig schlimmer Reflex, Alter. Ich bin sogar schon konditioniert, ihr Dreckigen. Wow. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn gerade irgendwas ganz Schlimmes anliegt, wenn die Spielleiter aus dem Konzept bringen wollen, damit es vielleicht doch nicht mehr so schlimm wird. Das könnte funktionieren. Wir müssen das nur mit dem Intro immer weitermachen. Wir müssen ihn voll ins Zucken konditionieren. Wir müssen ihn zum Sappern bringen. Wir müssen ihm auch noch Bier oder sowas hinstellen, wenn wir im Intro sind. Wir bringen ihn zum virtuellen Sappern. Sag ich ja. Entschuldigung. Nee, alles gut. Alles ich bin gut. Jetzt nicht mehr albern. Ja, aber ich glaube, der Spielleiter nimmt mir diesen Ausbruch gerade übel. Nein. Wie ist denn das eigentlich? Ist dieses vordere Gebäude öffentlich? Oder? Die Beauty Farm? Was meinst du mit vordere?
Beauty-Farm halt, die irgendwie öffentlich ist. Die ist öffentlich, die meisten Einzelgeschäfte und Dinger da drin sind zurzeit natürlich geschlossen, weil kommen eh nicht viele Leute hin. Aber du kannst prinzipiell rein, auch auf alle Etagen. Bloß das ganze Preisding wird ja jetzt eher, dass der Anwohner und Beschäftigte kommen rein und arbeitet auch Spielzeug, Sweatshop, Mini-Dings da. Das sind bestimmt 30 Leute, die dort jeden Tag rein müssen. Da will ich nicht rein, da verreicht meine Sinn nicht. Das ist ein Sweatshop. Da haben viele Leute nicht meine Sinn, die da drin arbeiten. Die haben nur so einen Chip. Ja, aber wenn die Bullen da kontrollieren. Ja, nein, ich meine, bloß deine Sinn reicht nicht, ist kein Argument, weil. Also, ich meine. Das mag alles sein, aber ich gehöre zu einer der bekanntesten Gangs in ganz Moskau und bin die einzige Magierin, die dazu gehört. Ich bin so berühmt. Fick dich. Deli, Mama, schleichen und intischen. Okay. Wegen deiner Drohne. Welche nimmst du denn überhaupt? Gesundheit. Dankeschön. Die schnelle Kurierdrohne. Ich würde sagen. Du wirst entdeckt. Nein, du wirst entdeckt. He's back. Was sind deren Pilot? Ist deren Pilot 1? Von der du meinst Drohne, das Limit von dem? Ja. Kann ich dir gerade nicht sagen. Gesundheit. Oh. Während des Redens zu niesen klingt ziemlich witzig. Ja, haben wir auch gerade gedacht. Nicht witzig. Doch. Doch. Handling heißt das. Was ist das Handling? Ist das eins? Nein. Glaube ich nicht. Ich denke auch nicht. Na gut. Das Ding ist bei dem Sweatshop hauptsächlich, dass da zwei Bullen mit reinkommen und die Schichten überwachen. Die wechseln sich also mit deren Schichten ab. Das ist halt eher das Problem. An sich wird da nicht so hyper krass aktiv megamäßig kontrolliert, wer die Leute da sind, weil das sind Sinnlose und die kriegen so einen Chip reingestanzt und dann dürfen die da arbeiten und dann kommen die raus und werden ausgebeutet und dann müssen wir alle weinen und dann also wäre nur... Entschuldigung. Also können wir schon mal vergessen, uns irgendwie als einer von denen auszugeben, ohne uns einen Chip in den Arm rammen zu müssen? Ohne auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn du einmal drin bist, musst du halt gucken, wie du rauskommst, ohne dass die Bullen das merken, die da mit drin sind. Eigene Sicherheitskräfte hat das natürlich nicht. Das ist ein Sweatshop. Obwohl, der Manager sieht so aus, als würde der seinen Angestellten gern mal eine langen, wenn sie nicht ordentlich arbeiten. Das ist so ein Ork. Scheiße Orks. Was produzieren die da eigentlich? Hier steht, glaube ich, Spielzeug, aber es könnte auch was anderes sein. Vielleicht sollte ich mich da doch mal einschleichen. Die füllen dann Nova Coke ab oder so. Das ist unsere Testerin, guck mal, die ist ja erst 10. Aber die hat so kleine Finger, damit kommt sie in die Patronenhülsen, um sie von innen zu polieren. Ist okay, wenn du Schindlers Liste einbringen willst, aber es ist tatsächlich Spielzeug, okay? Entschuldigung. Ich hatte auch gerade den Film vor Augen direkt. Ist ja auch ein Zitat oder eine Szene. Sehr schön. Oh, Deli, du musst mir noch mal elektronische Kriegsführung und Logik geben. Jetzt willst du so auch wissen, ne? Ach komm. Hier will ich nur einmal schlecht würfeln sehen, aber das wird nicht passieren. Habe ich schon so oft, okay. 6 Stunden hast du insgesamt Zeit, das Ding zu beobachten. Danach hast du das Gefühl, dass es risikobehaftet wird. Cool. Sind das eigentlich immer die gleichen, die da arbeiten, also in so einem Sweatshop, oder sind das immer jeden Tag andere? Er hat 6 Stunden und du hast dir die Leute nicht ganz so genau angeguckt. Du hast zwar ein fotografisches Gedächtnis, aber das sind 40 Mann, die 12 Stunden arbeiten ungefähr. Alter, keine Ahnung. Der Verschleiß dort wird relativ hoch sein. Die müssen auch am Eingang alle nochmal so ein Präparat schlucken, damit sie
das Vitamine, damit es ihnen gut geht. Und so, und die, das ist dort, also die werden schon ordentlich zerrumst, aber es sind vermutlich nicht immer die gleichen. Es wird auch nicht so ein schwieriges Aufnahmeverfahren sein, wie in dem Ding hier in Bergovoy, wo ihr rein wolltet, bei den 48.000 Drohnen. Aber die Fluktuation ist nicht so hoch, dass jeden Tag 20 neue da stehen. Vermutlich, wie gesagt. Ich meine, du hast mal geguckt und er hat es mal geguckt. Ja, vielleicht, dass wir da noch den Untergrund ein bisschen mal rumschauen. Genau, wir wollten uns noch die Wartungstunnel angucken, aber das können wir so einfach gar nicht machen. Ich glaube, da müssen wir mal... Ich kannte auch niemanden, stimmt, nee, ich kannte niemanden mehr, der mir da noch irgendwie Infos geben konnte. Das ist sehr ärgerlich. Sag mal so, mit der Drohne kannst du dir halt tatsächlich die Wartungstunnel nicht so wirklich angucken. Das ist richtig. Ich würde dann halt nur... mit einer kleinen Drohne gehen. Vielleicht. Ich hab da noch was. Wie ist denn das, die Station davor? Ist das halt ein schlechtes Gebiet? Kann man da einfach so hinfahren? Davor kannst du auf jeden Fall hinfahren, klar. Weil von da, wenn man da aus dann in den Schacht geht, dann kann man ja mal gucken. Wie hoch sind denn eigentlich diese Wartungstunnel? Ungefähr? Wisst ihr nicht. Okay. Habt ihr irgendeine Wissensfertigkeit in die Richtung? Nee, oder? Nee. Ja. Es sei denn, es gibt einen Club oder eine Bar, die zum Tunnel ist. Ich glaube aber nicht. Also, Diddy hat Architektur. Das finde ich, mit minus 1 und Logik kannst du das mal machen. War der in Donskoy? Wenn du jetzt irgendwas mit Ortswissen Donskoy machen willst, kannst du vergessen. Verdammt. Ortswissen sagt dir nicht, wie hoch Wartungstunnel sind. Schmuggelrouten vielleicht? Nein. Schade. Ich glaube, ich weiß es. Okay. Auf jeden Fall größer. Solche Wartungstunnel kannst du nicht ausschließlich mit Drohnen betreiben. Das heißt, irgendein Metamensch muss reinpassen. Wenn sie richtig geizig sind, dann nur Zwergengröße. Aber vermutlich wird ein Mensch durchpassen. Ein Kaban vielleicht, wenn er sich richtig dünn macht und die Wampe einzieht. Aber ein Mensch passt auf jeden Fall durch. Also, ich und Jojo auf jeden Fall. Definitiv. Solange wir jetzt hier nicht einen riesigen Tresor rausschaffen wollen. Das stimmt. Die Sache ist natürlich, dass der Eingang dazu... das Schloss wird nicht ganz behindert sein und eine Zerstörung des Schlosses, wenn die vorgenommen wurde von Gangs oder irgendwelchen kleinen Dreckspissern, dann wird das eher dazu führen, dass die Tür verschlossen bleibt. Die Türen sind an sich nicht dünn. Zur Not ein Minischweißgerät oder eine Monofilamentkettensäge wären auf jeden Fall nützliche Tools. Und ja, die sind laut. Auf einer U-Bahn-Station ist meistens nicht so viel Gezücht da, was sich dafür interessiert. Und kein Gezücht, was nicht beim Schwenken einer Waffe oder Kabans Schwengels weggeht. Und selbst wenn, könnte man sich sogar bei sowas warten, bis Züge einfahren und abfahren, das ist nämlich auch laut und dann wird man das vermutlich sogar nicht mehr wirklich war wahrnehmen. War die U-Bahn-Station nicht irgendwie geschlossen? Die von dem Gebiet, wo ihr rein wollt, aber davor und danach operieren die Teile normal. Die fahren auch quasi da durch. Die halten dort nur nicht an der Station. Das heißt, über die Wartungstunnel kommen wir auf jeden Fall von einer Station zur anderen. Vermutlich. Könnte natürlich irgendwie Sprengfallen oder sowas, wenn sie wirklich ernst meinen, angelegt sind. Frag mich nach Sonnenschein. Sprengfallen. Der Einzige, der sowas wirklich macht, bin ich. Kriegst du Ghetto-Faust. Ich oder er? Ich dachte, das sind Off-Game-Gespräche jetzt. Sprengfallen sind extrem unwahrscheinlich, weil du damit A, die Elektronik und Mechanik des Wartungstunnels gefährdest und B, also eher was Typen, nach, die mal durchgehen. Also eher was nach stiller Alarm. Kann auch ein lauter Alarm sein oder irgendwas anderes, aber
Wenn sie richtig abgefuckte Wichser sind, kann es auch Giftgas sein, na klar. Aber Sprengfallen gefährden halt dein ganzes System und du willst ja meistens nicht so viel Schaden dir selbst zufügen. Mhm. Außer du bist irgendwie so ein masochistischer Konzern wie fucking MCT. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich diesen Aufwand mit Giftgas da gar nicht machen. Ich habe gesagt, wenn sie richtig abgefuckte Wichser sind. Ja, eben, deswegen, ich sag nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich diesen Aufwand machen. Die machen sich zwar schon sehr viel Aufwand mit dieser ganzen Geschichte da, aber ich glaube, so umfassend denken die nicht. Ich hoffe es einfach. Davon muss ich jetzt auch mal ausgehen. Naja. Werden wir uns wahrscheinlich erstmal treffen, oder? Yep. Ja, dann werde ich so auf 8:30 losfahren und dann bei euch, wenn wir es so ausgemacht haben, ankommen. Ja. Du wirst reingelassen. Du kriegst vorher eine Nachricht, dass du Burger mitbringen sollst. Okay, ich gehe noch unterwegs zum Stuffer Shack und kaufe da ein paar Burger. Sehr gut. Wie viel kaufst du? So 8. Okay. Du kommst an, du wirst natürlich wieder kurz abgetastet und dabei verlierst du 6 Burger. Mit den Worten, man kann dir ja jetzt nicht alles wegnehmen, du musst doch was essen. Aber wem danke. Okay, dann habe ich nur noch 3 Burger. Dann einfach. Ja. Geh dann einfach trotzdem und reiß mich ein bisschen zusammen. Ja, jetzt nicht das teuerste. Und wir dann weiterfahren und Kabern 2 Burger dann geben, wenn wir da sind. Guck, na guck. Ach so, du kriegst sie von den Gängern abgenommen, nicht von den Bullen. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie im Shop oder so, wenn ich da rausgehe. Nein, das hätte ich dir dann nicht vorgeschrieben, was du da machst. Du kommst an, du bist abgetastet. Die sagen was in der Packung. Oh, geil, Burger, warte mal. Nehmt euch welche. Oh, danke, so. Und dann hast du noch 2 übrig, wenn du 8 gekauft hast. Dann, weil da müssen das ja 4 Leute aufpassen am Eingang. Vor 2 Minuten waren es noch 3. Ja, ja, aber da hattest du ja auch gesagt, 8 und dann minus 6 sind das ja 2. 48.000 Burger hast du noch und mit 48.000 meine ich 2. Exakt 2. Okay, 2 Burger. Ja, dann werde ich mal gucken, wo die 2 rumlungern oder mich schon erwarten. Ja, im Eingangsbereich direkt. Ich glaub, die Jungs vor ihm steht eine leere Packung Burger. Fast leer. Es sind 2 Burger noch drin. Ich habe noch einen in der Hand. Nein, nein. Bei mir ist eine leere. Da sind nur noch Gurken drin. Die ist nicht leer, da sind Gurken drin. Ach so. Ja. Die sind ein bisschen verfressen, oder? Wer? Eure Gang, die haben mir gerade auch meine Burger abgenommen. Hast du noch welche? Ich hab noch einen. Das Grinsen aus seinem Gesicht verschwindet. Hier, nimm einen. Das ist der letzte. Ich hatte 8 dabei. Ja. Danke. Er nimmt sich beide. Den einen hab ich schon in der Hand. Ja? Los. Schnell, leck ihn an. Meine Keime. Was soll denn das? Das ist doch. Kammer zieht sich übrigens auch die Gurken davon runter. Niemand mag Gurken auf Burger. Wirft sie in die Tüte so oder was? Ja, sicher. Okay. Jojo kommt irgendwann mit nassen Haaren den Flur entlang getapst, sieht dann diese Schachtel mit den Gurken drin, schaut euch beide an und meint. Hast du dann zu Kabern, hast du dir jetzt auch ein Kaninchen gekauft? Ich hab gehört, niemand mag Gurken. Ach so, ja, das stimmt. Aber warum hast du da welche bestellt mit? Ja. Ich dachte eigentlich, die wären ohne. Aber. Da steht drauf, mit Pickles. Siehst du? Da. Vielleicht doch schon wieder kein Englisch. Also, Pick, was auch immer es sind, Gurken. Okay.
Juti, also, wir müssen in diesen blöden Götzenladen rein. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal woanders hin. Ja, das ist richtig. Okay, ich habe noch die Info bekommen, dass es definitiv ein Schwimmbad sein sollte. So. So 99%ige Sicherheit. Ja, so schon mal schön. Kaffee? Gerne. Cutie. Kammern, Notenzimmer. Jawohl, Notenzimmer. Komm mal mit, Kleiner, da siehst du mal, was Vernünftiges. Ja, ich geh mit. Was auch immer man unter Notenzimmer verstehen soll. Ein Zimmer voller Noten. Sicher, dass ihr da rein wollt? Wenn da niemand drin ist, irgendwo müssen wir ja quatschen. Scheint so, als wäre da jemand drin. Dann geh nicht. Ups. Jojo hat ein Talent. Ach, davon wissen die anderen nichts. Haha. Man hört es. Die Nutte übertreibt maßlos. Ich halte dann kurz vor inne. Das machen wir dann nochmal. Wir gehen zurück. Ist keine gute Idee gerade. Wieso? Ist besetzt. Schon wieder? Deswegen nur ein Zimmer. Ja, ja, klar. Was denkst du denn? Sporthalle? Nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß wo. Sie packt Kaffee in eine Kanne, nimmt 3 Tassen mit und geht dann mit euch in so ein Arbeitszimmer. Wahrscheinlich, also da steht auch einiges von ihrem Kram rum. Zieht sich einen leeren Kasten ran, der da irgendwie auch steht, und setzt sich da drauf. Und da sind auch irgendwie noch Stühle, 2 Stück, glaube ich, oder zumindest ein Stuhl und noch irgendwas zum Sitzen. Sehr gut. Ah ja, schon besser. Da liegt halt jede Menge Technikzeugs rum und Werkzeug und da steht sogar die Nähmaschine und Stoff und alles Mögliche. Aber es ist aufgeräumt. Ungewöhnlich, dann kann es nicht Jojos Zimmer sein. Doch, Jojo ist gar nicht so unordentlich. Ihre Werkstatt hat die auch mal peinlich ordentlich gehalten. Ja, ja. Ist so. Gut. So, was war jetzt wie, wo, Sache? Jojo, gibt euch Kaffee ein. Was Phase ist, ist, wir haben hier, hier und hier ungefähr Patrouillen. Und wir wissen, dass der Server sich irgendwo in diesem Hauptgebäude befinden sollte. Ja, da sind auch die Undercover-Cops drin. Oh, Undercover-Cops. Genau. Und wir haben hier und hier Kameras. Und an den Zäunen. Und an den Zäunen. Cutie. Dann. In welchen. Ich gehe mal quasi auf die Webseite dieses tolles Sarkotel Beauty Farm Schwimmbecken Staffer und Meer Mall Dingsbums. .com. Genau. .ru. Und versuche es mal in der AR zu betreten. Du bist drin, das war ja einfach. Siehste. Moment, das Gebäude ist nicht dargestellt wie das Gebäude. Schade. Das Gebäude ist ein Palast disneyischem Ausmaßes. Mit Feuerwerk. Ich hatte es befürchtet. Ich frage mal nett dem Kunden, dem Hausknoten nach der Wegbeschreibung, also nach einer Wegbeschreibung beziehungsweise nach einer Karte, wo ich denn was finde. Im physischen Sinne halt. Kriegste. Na guck. In welchem Stockwerk ist denn das Schwimmbecken? Erdgeschoss. Ganz links. Erdgeschoss ganz links. Na guck. Es handelt sich um ein großes Becken. Normale Länge, also 24 Meter müsste das sein, ne? Mit einem, nicht Sprungturm, aber Sprungbrett. Daneben ein Kinderbecken und dann noch, nur noch so ein paar Umkleideräume und so. Also es ist wirklich nicht groß.
Aber nass, Flummi. Ja, ich weiß. Schön. Haben die gesagt, wo? Also, ist das da in irgendwelchen Wartungsräumen oder sowas? Ich habe nur eine Nachricht bekommen, wo drin steht, dass es im Schwimmbad ist. So, mehr weiß ich selber nicht. Okay. Okay, so ein Schwimmbecken hat in der Regel einen Keller unten drunter oder irgendwas, wo das Wasser wieder rumgewubbelt wird. Also, ne, Wasser befüllt, mit Chlor versetzt und Filter, so weiter. Filter, alles Mögliche, ja. Genau. Das heißt, wenn man da reinkommt, kommt man mit Sicherheit auch irgendwie in das Schwimmbecken rein. Hä? Ist das im Schwimmbecken selber oder nur in dem Gebäudekomplex Schwimmbad? Im Gebäudekomplex Schwimmbad, wie gesagt. Okay. Soweit ich das verstehen sollte. Ich hab gesagt, Schwimmbad war schon richtig. Ja. Das ist letztlich nur ein sehr großer Raum und Umkleideräume. Naja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo in den Umkleideräumen ist oder so, ist ja irgendwie nicht ganz niedrig, nehme ich an. Entweder da oder oder in diesem Wartungsraum oder so. Richtig. Zumal die da eventuell ja noch gar keinen Zugriff drauf hatten, also vielleicht haben sie es ja noch gar nicht gefunden, obwohl dann würden die nicht mit diesen Private Investors da reingehen. Was ihr wisst, das weißt du ja alles noch. Es war ja quasi gestern. Die Bullen haben das Ding gefunden und ortsverlegt. Das war vorher nicht in dem Schwimmbad-Dings. Das war irgendwo anders in diesem Teil. Das heißt, sie wissen ganz definitiv davon, dass sie ihre geschickte Falle, die sie ausgelegt haben, außer dass sie davon der Falle offensichtlich weiß. Super. Das heißt, sie werden es auch noch möglichst irgendwo platziert haben, wo du auf jeden Fall erwischt wirst, wenn du einen ihrer Sicherungen da auslöst. Das heißt, würde sich der Kerl anbieten. Wenn man jetzt Pläne hätte von der U-Bahn-Station. Grob nach dem U-Bahn-Schema geht das eher da lang, diese U-Bahn-Station, oder eher anders? Der Einfachheit halber waagerecht hat, ist so eine schöne, also horizontal, da ist so eine schöne Linie, die nehmen wir einfach. Das ist für mich vertikal. Das ist für mich nämlich horizontal. So. Genau. Aber doof. Wir könnten einen Tunnel graben. Wir könnten einen Tunnel graben. Wupp, wupp. Ihr bräuchtet dann aber auf jeden Fall noch einen dicklichen Bayern-Offizier, der sagt, ich sehe nix und ich höre auch überhaupt nix. Der Beste. Der ist noch im Budget mit drin. Ja, das stimmt. Der war der Beste, Mann. Schulz! Jawohl. Also ja, ihr könnt einen Tunnel graben. Punkt. Da brauchen wir aber die richtige Musik für. Wir haben nur vor, einen Tunnel zu graben, keine Mauer zu bauen. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Ding bei Ocean's 12 hieß, aber das erste ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so gut. Ja, das Ding ist riesengroß. Außerdem uralt in diesem Fall. Ja, und wir müssten irgendwie durch diese Betonwände. Und es ist, also wir müssten das irgendwie... Naja. Das Problem liegt daran, dass ihr nicht wisst, was neben der U-Bahn-Station ist. Vielleicht ist da ja einfach mal Kanalisation und ihr flutet euch einfach und die Station... Ach, wir graben einfach mal. Wir nehmen uns Taucheranzüge mit. Okay, Problem gelöst. Wir überwinden dann einfach schwimmend die Barriere zwischen U-Bahn-Station, Kanalisation und Schwimmbad, weißt du? Dann ist also gegen den Strom. Ja, jedenfalls haben wir schon mal einen Plan.
Ich finde den Plan super, da läuft direkt das Wasser aus dem Schwimmbad ab und dann haben wir auch Knopf, dann können wir auch problemlos dieses Ding finden und holen, egal wo es ist. Und wenn ihr Glück habt, wird es euch vielleicht sogar schon entgegengespült. Siehste, wir haben an alles gedacht. Es ist nämlich auf einem kleinen roten Gummiboot mitten im Wasser stationiert. Und es singt. Ja? Ich habe ein Knall. Rotes Gummiboot. Das lehnt der AR richtig gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, nee, aber Ja, Entschuldigung. Kleiner Ausflug. Ja, ups. Ja, die Frage ist, gehen wir von oben rein, von vorne rein, von hinten rein? Frontalangriff. Komisch, das habe ich von Kern schon öfter gehört. Ja. Lass uns erstmal die Tunnel anschauen, dann können wir mal weiter gucken, würde ich sagen. Ja. Ja, genau, das finde ich eine gute Idee. So, du hast gesagt, du hast da vielleicht eine Drohne. Du bist auf dem Rigger. Ja, ich habe hier, noch eine, speziell für Bohrungen ausgelegte Drohne mit einem kleinen Minibohrer. Wollte eigentlich hier bis zu Beton, wenn es Stahlbeton ist, bald durchkommen. Also wenn wir einen Tunnel graben wollen, damit schaffen wir das. Problem solved. Aber wäre es nicht logischer, die einfach irgendwie, also irgendeine Drohne zu haben, die hinter, oder die, für die wir die Tür aufmachen vielleicht oder sowas in der Art und die wir dann da durchjagen und die uns dann einfach aufnimmt, wo wir da wie hinkommen? Das Problem ist, du wirst die ja nicht lenken können. Und ja, das Problem ist auch, dass es da unten wahrscheinlich dunkel ist, also... Dann können wir auch selbst reingehen in die Wartungstunnel. Weil wenn wir das durchbohren, dann merken die ja sofort, dass wir müssen ja nicht bohren. Ich schicke meine Drohne einfach da rein und die hat sogar eine Restlichttaschenlampe und wir gucken einfach mal, wie sich das ergibt. So, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das klingt doch vernünftig. Wie groß ist die? Ungefähr Vogelgröße, würde ich sagen. Die ist so groß wie eine Packung CD-Rohlinge. Falls genau, das plus Ketten. Es gibt da noch eine Möglichkeit, die uns möglicherweise helfen wird, wenn das ein tunnelverzweigteres Tunnelsystem ist. Wir haben nämlich noch sowas wie einen 3D-Mapper, der ist schon länger nicht mehr gebraucht worden, aber vielleicht bringt der sogar in diesem Fall mal was. Bestimmt. Kann man den da hinten drauf schnallen? Ja, den kann man um drauf basteln. Ja. Das wäre eigentlich schon mal ein Plan. Das hört sich mal relativ gut an. Dann machen wir das so, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Der nächste Eingang zu dem ist, weil wir wollen ja auch nicht direkt dran Drohne reinlassen, oder? Da wäre das der Plan. Naja, wir müssen einfach hoffen, dass wir eine Zeit finden, in der keine Leute durch diesen Wartungstunnel laufen und oder wir gucken erstmal, ob wir noch irgendwen finden, von dem wir Infos über diese Pläne kriegen. Ja. Aber ich weiß nicht wen. Also ich habe gerade niemanden, den ich fragen kann. Also ich kenne jetzt auch niemanden. Also was anderes als die Drohne reinzulassen in diesen Systemkomplex fällt mir jetzt auch nicht ein. Würde ich auch so unterschreiben. Die Frage die ist... Die einzige... Die U-Bahn, ne? Die U-Bahn-Tunnel. Ja. Wie eng sind die eigentlich mit den Zügen und den Wänden und sowas? Also kann man da drin theoretisch laufen oder geht das irgendwie, sich darin aufzuhalten, wenn ein Zug fährt?
Natürlich geht das. Nur wenn er zu schnell fährt, wirst du angesaugt und dann zerplatzt du. Okay. Ja. Schade. Du kannst darin gehen und er würde an dir vorbeipassen. Und wenn er das in Schrittgeschwindigkeit macht, ist das überhaupt kein Problem. Bloß, dass U-Bahn relativ selten in Schrittgeschwindigkeit waren. Okay. Das war ja erstmal nur eine generelle Frage. Und ich nehme an, die fahren da auch in mehreren Minuten Abständen durch. Ja. Schade. Also auf jeden Fall nicht so, dass du da durchkommst. Okay. Vor allen Dingen du nicht, Frau Humpel. Ich humpel nicht immer. Aber immer öfter. Ziemlich oft mittlerweile, ja. Ja. Achso, hier, zu dem Thema sehr zu empfehlen, der Berliner Untergrund übrigens. Da kann man nämlich dann auch in Bunkeranlage reingehen und von da aus dann U-Bahn und so weiter. Man merkt da durchaus sehr starke Luftzüge, wenn der ja U-Bahn nach vorbei zieht. Kann ich unterschreiben. War ich nämlich auch schon. Okay, dann müssen wir uns doch an die Wartungstunnel halten. Ja. So, und nur als Anmerkung, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Naja, was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, wäre die Kanalisation, oder? Noch? Zum Beispiel. So, das will ich mir noch offen halten. Ich dachte ja so vielleicht von U-Bahn zur Kanalisation, zum Wartungsschacht, also zum, ne, zum Schwimmbecken, in diese Supporträume und von da aus dann hoch und wieder zurück. Ja, das wäre, ja. Das wäre so episch. Oder halt, weil es im Erdgeschoss ist, einfach aus der Seite raus. Du meinst durch die Kanalisation direkt ins Schwimmbad? Die müssten eigentlich echt einen größeren Abfluss und einen größeren Zugang zur Kanalisation haben. Mhm. Stimmt. Ach Moment, mir fällt da gerade was ein. Jojo sagt erstmal nichts dazu. Okay. Dann lass uns einfach mal da hinfahren, oder? In die Gegend. Ja, wir können ja eine Packung quasi in die Nähe und dann von da aus mal gucken. Ja, wir können ja parken. Dann vom Auto aus beobachten. Nee, nicht dahin. Ich wollte in die U-Bahn-Station, die andere. Damit wir da mal deine Drohne absetzen können. In U-Bahn-Station 2. Okay. Mit 3D-Mapper oder ohne? Mit. Und Drohne. Okay, aber wir sollten das vielleicht alles erstmal im Rucksack lassen und uns erstmal die U-Bahn-Station angucken, denn es ist gerade helllichter Tag, viele Leute sind da und möglicherweise auch Leute, die vielleicht sogar interessiert, was wir da tun. Könnte passieren, ja. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ja, solche Menschen soll es geben, die sich daran interessieren könnten, was andere Leute tun. Ja. Die mischen sich überall ein. Zum Glück sind das dort immer weniger. Also, ihr fahrt da hin und ihr seid da. Wow, geil. Unglaublich. Wow. Okay. Ich gehe nach unten und kaufe mir ein Ticket. Quasi. Schmeckt lecker. Ticket? Wir gehen alle nach unten und kaufen uns Tickets. Jawohl, also mal wieder die alten Zeiten aufleben lassen, sagst du. Na klar. Nicht solche Tickets. Ach so. Ich möchte U-Bahn-Tickets. Ich möchte gucken, ob ich Vickys Kotze im Mülleimer noch finde. Ja. Ich kann ihre DNA nehmen, das die Krankheit von ihr wegzüchten lassen und eine neue Vicky erschaffen. Ja. Du findest sie noch. Cool. Tüte sie ein als Souvenir für Gandhi. Mhm, cool. Du hast keine Tüte dabei. Dann muss ich sie wohl lassen. Jetzt wird's langsam ein bisschen creepy. Wieso ist das creepy, Mann? Er hat nicht viel, um sich an ihn zu erinnern. Du bist so ein herzloser Sack, Alter. Warum ist da Kotze von vor wie vielen Jahren? Da macht halt mein Zauber. Kotze, Mann. Was weiß ich, von wem die ist? Kannst du die Kotze von unterschiedlichen Leuten unterscheiden? Du bist creepy. Die von Vicky war rot. Da ist auch rote Kotze, Mann. Und ein Penner hat Blut im Magen. Ach so, verdammt. Das ist nicht Vicky. Es riecht nicht nach Kirsche.
Doch, er hat irgendeine Autoimmunkrankheit, die sein Fleisch riechen lässt wie Kirsche, wenn er reiert und sein Blut und sein Fleisch mit rausfallen. Der wird total beliebt sein bei Ghoulen. Gut, du hast soeben HIV erworben. Ich möchte ihn natürlich nicht ablecken. Er ist auch nicht da, es gibt ihn nicht, es gibt nur Kotze im Mülleimer, Mann. Hätte ich sagen sollen, nein, da ist keine Kotze im Mülleimer, ich meine, da macht mich direkt unglaubwürdig. Das stimmt. Es war auch, glaube ich, gar nicht da, sondern wo völlig anders, aber darum geht's überhaupt nicht. Es kann nicht da gewesen sein, verdammt! Es war, ich wollte mich nur erinnern an Vicky. Ich wollte sie ehren. Wir hatten eine so schöne Zeit mit ihr. Und dann ist sie gestorben worden. Du wolltest sie ehren, indem du dich an ihre Kotze erinnerst. Das Beste an ihr. Ja. Ich dachte, das Beste war, dass sie die Beine für jeden breit gemacht hat. Das war das Witzigste an ihr, aber nicht das Beste. Und dass sie sich immer geschämt hat dafür. In selbe Stunde. Nur wenn sie nüchtern war. Guck dir den Jungen nochmal an, wirst du dich nicht schämen. Ey, was soll das heißen? Dass er ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt hat. In das jedem Fall los. Das Witzigste daran, mit Vicky zu schlafen, war eigentlich, dass sie sich von selbst bewegt hat. Die ganze, also, durchgehend. Sie wollte nicht immer was tun. Sie war ein menschlicher Vibrator. Der Vibrator für den Mann. Das hier fehlt mir. Der Deli, du kleiner Schlingel. Dr. Baryshnikov. Ihr seid also in dieser U-Bahn-Station. Wow. Habt ihr mal einen Nuyen? Es ist der Typ, der riecht ziemlich verdächtig nach Kirsche und hat Blutkotze an seinem Mund. Nee. Komm, eine kleine Spende. Verpiss dich. Nicht für dich. Fotze. Er spuckt dich an. Echt jetzt? Ja, natürlich. Ich trete ihn und geh weg. Ja, wo trittst du ihn denn hin? Keine Ahnung, was erwische ich denn? Keine Ahnung, vermutlich die Beine, okay, das passt schon. Ja, der fällt hin, der ist ziemlich voll. Ich wische seine Rotze ab. Mit irgendwas. Sie ist blutig. Mhm. Sehr schön. Ich desinfiziere seine Rotze. Womit denn? Kaufe mir Schnaps und kipp das da drüber. Der Laden hat nicht offen. Er hat zugemacht, nachdem der Verkäufer leider abgestochen wurde. Oh, wie schade. Das ist in so einer guten Gegend. Bitte was? In der feinen Gegend hier. Gibt's ich halte mal aus. Automaten? Nein. Ich halte Ausschau nach einer Tür. Für einen Wartungskanal. Ja. Du findest stattdessen aber eine Tür zu einem Wartungskanal. Dam, dam, da. Tam, tam, da. Überraschung. Wollen wir mal Edge würfeln? Wollen wir mal tun. Was ist denn euer Durchschnitt? Wir haben 2 plus 3 plus 5. Sind offensichtlich 10. 10. Sind also 3, x. Also 4. Irgendjemand darf, mir ist egal wer. Ich hätte es nicht tun sollen. Tja, jetzt ist es leider zu spät. Ich wäre besser gewesen, doppelt so gut sogar. Schade. Also, gut, dass Danny immer für mich würfelt. Das Schloss wurde offensichtlich zerrumst und solange das nicht instand gesetzt wird, wird diese Tür sich nicht öffnen. Ärgerlich. Gehen wir in die andere U-Bahn-Station und gucken von da. Wir fahren mit dem Zug in die nächste U-Bahn-Station und gucken da. Wie war das mal mit der Farbe? Die Klammer um die Farbe mit drumherum. Ich sag mal so, da müsste mir jetzt noch mal jemand 4 Würfel würfeln für Edge. Flummi, willst du mal wieder? Nee, Deli. Ah, guck mal. Jo, ihr müsst das Schloss noch knacken. Es ist ein ziemlich gutes Keypad. Ich kaufe mir in diesem Bahnhof Schnaps und kippe es über die Blutrotze. Sehr gut. Es gibt aber nur, also der hochprozentigste und damit beste Schnaps ist halt so ein Goldkronenverschnitt, ne? Ist mir egal, es ist Schnaps. Du riechst wirklich, als würdest du hierher passen. Siehst du, das wollte ich, tarne mich nur. Man bietet dir einen Platz an. Schwester, komm ran. Jo.
Wie viele Menschen sind denn da oder zeigt eine Kamera auf dieses Gebilde? Zweitens nein, erstens fluktuierend 4 bis 30. Jo, ich stelle mich mal so, dass man Jojo nicht sieht, während sie das Ding knackt. Ich stelle mich so gegenüber von Kaban und... Wir reden über Stadtkrieg. Kleiner Tipp, das hat beim letzten Mal schon funktioniert. Fingiert einen Beziehungsstreit und zwar ein paar Schritte weit weg. Alle werden nur auf euch achten, brüllt euch an. Es war, das klappt. Die Leute stehen ja auf Gossip. Aber er ist gar nicht mein Typ. So. Das wissen die Leute doch nicht. Wie sieht's mit dir aus mit Schlösserknacken? Sagt sie jetzt zu Xu. Bin jetzt nicht besonders gut darin, aber Hand, also. Entschuldigung, Lu. Auch OT, nachdem du deinen Charakter umgebaut hast. Wäre jetzt auf 3. Bist du genauso gut wie ich. Aber wer hat Logik höher? Vermutlich Jojo. Hat sie? Auf 3. Dann ja. Und eine Spezialisierung. Ich meine das jetzt eher, macht das irgendwie oder macht das anders? Ja, Schätzelein. Ist ja schon okay. Gut. Wüff. Ich habe Roger leider nicht dabei. Boah, lass uns irgendwie über unsere Lieblings-AR-Spiel streichen ja, und richtig hart rumschreien. Ich zieh dich jetzt einfach mit. Ja, was soll denn das? Lass mich! Runter da! Was soll denn das? Lass mich los! Du betrügst mich nicht noch einmal mit, Roger! Du kommst jetzt... Was? Was? Ich hab das genau gesehen, ja? Roger! Du brauchst dich jetzt auch gar nicht rausreden, ja? Roger, wo bist du? Hilfe! Ich hab dein Comlink ausgeschaltet, du kannst ihn jetzt nicht anrufen, so? Das verstößt sicherlich gegen die Menschenrechte. Irgendwie. Hilfe! Nein, du kommst jetzt mit nach Hause und auf Discord gehen wir das aus. Kommt ein Typ, der offensichtlich die nicht modernste, aber doch eine schöne Horizon-Kluft trägt. Entschuldigung. Was? Ich weiß, ihr seid angespannt. Ich weiß, das ist eine schwierige Situation. Bitch, halt's Maul! Ich weiß, du brauchst dich hier gar nicht einmischen, ja? Ich hab das zu oft gesehen und am Ende gibt es immer noch mehr Leid. Ich kann euch vielleicht eine Paarberatung oder so. Bitte lasst es nicht dazu kommen. Ich hatte das erst im vergangenen Jahr mit meiner Freundin und da sind so viele Dinge schiefgelaufen. Nur weil du nur heteroschwul bist. Ich weiß, ich bin eine dreckige Hete, aber das ist doch kein Unterschied. Ihr seid ein Paar, das ist doch egal. Mann, Frau, Naga, das ist doch alles irrelevant. Ich hab das so oft gesehen. Gebt euch eine Chance und geht zu einer Paarberatung. Lass ihn doch erstmal. Lass mich runter! Nein, du kommst jetzt mit und dann klären wir das zu Hause alleine, ohne diese komische Bitch. Das kann ich nicht. Mann, ich lass mich jetzt so runterhängen, so. Und versuche mich schwer zu machen. Hey Mann, das kannst du nicht bringen. Ich weiß dir. Du hast jetzt Schmerzen. Geh mir jetzt du aus kannst dem die Weg. Schmerzen ja? nicht übertragen. Nein. Ich schieb den an die das Seite. Das ist Zivilcour. Hey, verdammt. Das ist Körperverletzung. Hilfe! Lass ihn doch runter jetzt. Ich weiß gar nicht, was du dich da einmischst. Das ist. Mein Freund und das bleibt doch mein Freund, ja? Ja, aber deswegen kannst du ihn doch jetzt nicht verprügeln, das ist doch scheiße. Nur weil du so einen kleinen Schwanz hast. Ihr geht ganz eindeutig unter, ihr solltet dringend irgendwo hin, wo jemand euch moderiert, das wird nicht gut. Also, was bist du denn jetzt so? Fuck. Da hat er mich aber eiskalt gecountert. Ich versuche nur zu helfen, Mann. Alle gucken immer ständig weg bei allem, aber du kannst ihn jetzt nicht mehr nach Hause nehmen und vermöbeln.
Was unterstellst du mir denn da? Ich hätte den jetzt ja nur bekocht. Vergewaltigung! Du kriegst eine Nachricht von wegen, ich will nicht ins Gefängnis landen oder stell mir sowas nicht. Das ist ein ziemlich ernster Vorwurf, Mann. Ich meine, ihr fliegen, klar, ihr haut euch jetzt alles um die Ohren, aber hey, jetzt bleibt doch mal locker, alle beide. Willst du eigentlich endlich mal diesen Wurf machen? Damit ich abschätzen kann, bitte, wie lange das noch gehen bitte, muss, wenn du fertig bist. Jojo ist die ganze Zeit schon dabei, aber ich wollte jetzt zuhören. Entschuldigung, das war sehr schön und witzig. Ja, das dauert ja eine Weile, bis du so ein Schloss geknackt hast, aber ich muss ja mal ein grundlegendes Ding haben. Ich meine, Jojo wird ihm bestimmt nicht sagen, wenn sie fertig ist, aber hey. Natürlich wird sie das nicht tun, aber... Können 5 Stunden nicht rum. So, und sie gehen jetzt erstmal weg und mischen sich erstmal nicht weiter ein. Aber nur wenn ich sicher sein kann, jetzt, dass da, es, da, da, wenn da. Du ihn runterlässt und ihr normal miteinander redet. Ich setze ihn jetzt runter und baue mich vor dem anderen auf. War das denn Verpiss so schwer? So, okay, ich gehe es, aber überlegt's euch wirklich, Mann, echt. So. Warte mal, ein Wurf reicht mir, ne? Ach so, ja, dann nimm den ersten, 4 Erfolge. Echt, war da einer mit 4 Erfolgen? Ja, der Ose. Der allererste. Unlucky. Na gut, also du hast das Schloss innerhalb von 25 Sekunden geknackt. Ich habe die Zeit genutzt, um es so aussehen zu lassen, als wäre es nie geknackt gewesen und habe mich dann so halb davor gestellt, damit ich den beiden doch zugucken konnte, weil es so schön war. Ja. Gut, das hat insgesamt 30 Sekunden gedauert. Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Ja, ich gehe mir zu übrigens jetzt in den Ausgang. Ja, ich gehe mit einem leichten Abstand zu ihm, hinterher. Ich lasse die Drohne. Ich lass die Drohne da rein. Also, du kommst ja, ich bleibe in meiner Rolle. Du kommst jetzt mit mir ins Haus und da gibt's Snoo-Snoo. Okay. Okay. Tod durch Snoo-Snoo. Woran sind sie gestorben? Beckenabnutzung. Ich lass mich dann aber auch ohne Widerworte da reinzerren. Sag mal, gibt's eigentlich die Möglichkeit, quasi jetzt in dem Schloss was zu installieren, damit ich es auch immer wieder aufbekomme? Also in diesem Zusammenhang? In dem Fall kannst du den Keycode, kannst den Notfall-Keycode verändern. Okay, dann mache ich das. Dann dauert das insgesamt 40 Sekunden. Oh, ist egal. Da könnte ja echt kritisch sein. Die 10 Sekunden mehr machen es auf jeden Fall aus. Fast 10 Sekunden des Gesprächs. Das ging ja nur viel zu lange. Sehr gut. War auch okay. Auf keinen Fall unangenehm. Für die meisten nicht. Für ein paar Leute war es unangenehm, aber die meisten, die fanden es eher witzig und haben... Also einer hat Wetten angenommen, wann Gaban dem ersten auf die Fresse haut. Aber er hat ziemlich hart verloren und es war auch eigentlich klar, nur Heten denken in diesem Rahmen des auf die Fresse hauens. Ja, eben. Ja. Neandertaler. Ja. Ja. Dann pusht dann irgendwann hinter euch her. Ja. Dann, werden wir wahrscheinlich an der nächsten Station aussteigen und wieder Richtung Auto laufen. Immer noch genauso. Naja, nee, irgendwann würde ich die Tarnung abfallen lassen. Ne? Also. Naja, wenn wir irgendwie um eine Ecke verschwunden sind, ja. Wenn niemand mich um den mehr sehen. Ernsthaft? Vergewaltigung? Hey, es musste überzeugend wirken. Ja. Yeah. Ich hab da schon so viele Sachen erlebt. Jetzt deswegen die Bullen gerufen, wäre ich aber ziemlich am Arsch gewesen. Und mit meinen Kleinen. Hört aus einer, weiß ich nicht, von 4 Gassen Entfernung hört er irgendeine Vergewaltigung im Gange, in Aktion. Denkst du, da kommen die Bullen? Also, die haben grad Wichtigeres zu tun. Die Polizei ist, glaube ich, gerade irgendwie am Donutstand, aber... Ja. Die gehen hin und machen mit. Die, vermutlich ist es die Polizei, ja. Dann werden wir wahrscheinlich noch mal in 2 Stunden wiederkommen. Wenn sich das gelegt hat und in einer Stunde. Erstmal kriegt Jojo eine Nachricht, ob sie die Tür geknackt gekriegt hat. Das weiß ich ja nicht. Jojo schickt eine Nachricht zurück. Alles easy. Wir haben unseren Code rein. Sehr schön. Ihr wart spitze. Hin und wieder kann ich das. Hilfe. Nie wieder.
schreibt besonders, wenn du in Schulen liegen musst. Das kannst du besonders gut. Wow, komm zurück. Ich meine nicht dich. Nee, an dir müssen wir noch arbeiten. Das geht ja gar nicht. Allein schon deine Frisur. Das kriegen wir hin. Bis zum nächsten Mal seid ihr das perfekte Paar. Sehr schön. Allein schon deine Frisur. Ich meine, ich bin Kaban. Ich habe einen 2 mm Kurzhaarschnitt. Genau. Pimmelkopf, das weckt direkt Assoziationen. Es gibt schon einen Gänger mit dem Spitznamen Pimmelkopf, das geht nicht. Ja, das stimmt, aber das war ja der Grund, es soll ja nur Assoziationen wecken, sonst nichts, deswegen war das gut. Egal, so. Dann werden wir in einer Stunde wiederkommen. Wenn sich das Ganze auf jeden Fall gelöst hat. Ja, easy. Sehr schön. Okay. Ach ja, das mit der Kanalisation war übrigens ein Scherz, oder? Nee, wieso? Wirklich? Durch die Kanalisation? Ratten, Teufelsratten, Ghule. Ja. Und was maybe. Da noch so rumkreucht und fleucht und schwimmt und kriecht. Und wabert. Yeah. Keine Kanalisation, also. Also lassen wir unseren zukünftigen Trip in die Kanalisation mal ausfallen. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Wir müssen uns ja nicht so übertreiben. Wir müssen uns das jetzt nicht unbedingt antun, also, ne? Cutie. Okay. Na, dann warten wir mal ab, was die Drohne so bringt. Du müsstest die doch eigentlich noch steuern können, oder? Ich meine, da unten hat man ja auch normalen Matrix-Empfang. Ja, eigentlich schon. Okay. Dann zeig mal, was das Ding so kann. Lass mal gucken. Wir basteln uns diese entsprechende Vorrichtung auf die, also den 3D-Mapper auf die Drohne und der war doch schon auf der Drohne drauf, das haben wir doch schon drauf gemacht. Perfekt. Und schicken die auf eine Reise. Das war, was war das nochmal alles? Musst du nicht würfeln. Ja. In einem günstigen Moment heißt es dann. Ja, also eins muss man ja zu der Drohne sagen, sie ist unglaublich. Langsam. Danke. Das könnte ein bisschen dauern. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Ihr habt ja Zeit. Unter der Stadt. In der letzten Folge. Hey, schaut mal da. Da ist ein Dildo in der Ecke. Du lügst doch. Das ist ein Baguette, ein verfaultes. Ah, stimmt. Woran du wieder denkst? Macht ein Baguette da unten. Okay, so keine Frage. Schimmeln, ich kann dir da was doch empfehlen. Hey. Was denn? Dr. Marisnikov. Nö, auch andere. Wir haben alles da, das stimmt. Was genau wollt ihr jetzt? Also die Drohne fährt in Richtung Zielgebiet. Kein Stress. Ich bräuche mal Wahrnehmung und Intuition von Diddy. Okay. Ihr habt doch alle Hardware, ne? Hardware ist eigentlich nicht so das Richtige. Worum geht es denn? Deine Mutter. Echt jetzt? Das wäre Charisma. Ich habe sogar Sicherheitstechnik. Mich interessiert nicht, was du hast. Na gut, okay. Er sucht dich sehr extra jetzt was aus, was du nicht hast. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist ziemlich typisch für mich. Du fährst da lang über Easy, es dauert halt einfach mal 1 Milliarde Jahre. Sieht gut in Schuss gehalten aus. Und dann kommst du irgendwann an, wo man, also du siehst dann eine weitere
Tür, ja. Ach na, es wird noch ziemlich viele Abzweigungen geben, das stimmt. Also es gibt übel viele Abzweigungen übrigens. Beleuchtung ist natürlich nicht vorhanden. Was ja für die Drohne kein Problem ist, heißt aber natürlich, wenn du eine Abzweigung hast, dass du nur bedingt weit reingucken kannst, auch mit Restlicht, Taschenlampe und den Sensoren. Die Tür sieht von der Seite aus nicht besonders gesichert, also nicht anders gesichert aus als die hier. Dumme Frage, wie ist das, aus was für ein Stoff ist die Tür? Stahl. Ach so, es gibt innen in den Wartungstunneln allerdings einen Notschalter, dass die Tür aufgeht, falls da irgendwas ist, was Erdbeben oder so, dass der Typ halt zur Not raus kann. Und der ist auch nicht zu deaktivieren, der ist fest verdrahtet. Also egal was ist, wenn irgendjemand in so einem Wartungstunnel sein sollte und da drauf klatscht, dann gibt's erst ein Zonkgeräusch und dann geht die Tür auf jeden Fall auf. Es sei denn, davor liegt ein Troll. Nein, das ist eine Seitenschiebetür, auch dann. Okay, Wir wissen allerdings nicht, was auf der anderen Seite ist. Könnte mal versuchen, mich durchzubohren. So eine Ecke. Wenn da jemand ist, dann, also, ich sag mal, das vielleicht. Also, es gibt für ein Loch in der Tür, glaube ich, keine Rechtfertigung und das ist mega laut. Ah, war nur so eine Idee. Ich mag deine Idee, aber das ist mega laut. Was wir allerdings machen könnten, diese Tür müsste man ja eigentlich erkennen können, oder? Wenn dann in den, also, wo war denn die Tür jetzt in der U-Bahn-Station, wo wir jetzt rein sind? Die U-Bahn-Stationen sind ja dann meistens vermutlich baugleich oder ähnlich. Das ist auf jeden Fall die Tür, weil ihr habt auf der Seite, wo ihr rein seid, eine Nummer hier. C13 und auf der anderen Seite ist dann, wenn du den Weg geradeaus fährst, C14 und die abzweigenden Gänge sind auf jeden Fall sehr viel kleiner und einige Technik, die für die U-Bahn benötigt wurde, ist dort nicht mehr verlegt, das sind irgendwelche anderen Abzweigungen. Es geht mir primär darum, wenn wir uns in den Zug setzen und da vorbeifahren, würden wir dann diese Tür sehen? Ist zu schnell. Wenn wir aber eine Kamera haben, die unglaublich viele Bilder pro Sekunde macht, könnten wir das stoppen, möglicherweise? Du meinst Cyberaugen, ja, das könnt ihr machen. Zum Beispiel. Und uns das hinterher ansehen. Ja, dann schicke ich die Drohne wieder zurück, würde ich sagen. Gut. Es dauert ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Die anderen beiden können ja währenddessen schon mal eine Runde U-Bahn fahren. Ja, das werden wir tun. Dann können wir sie auch direkt wieder abholen, die Drohne. Wisst ihr, was das Beste ist? Ihr fahrt da rum. Und wenn ihr da an der, wie nennt man das mal? Station. Ja. An der richtigen Stelle seid, da wird quasi das Fenster überschattet von der nicht von der AR-Einblendung, sondern von der direkten LED, nicht LED hier, also Bildschirmeinblendung, die Fenster überdeckt von Dr. Barrico. Hasse die Wichser. Das ist Absicht gewesen. Wirklich? Wenn du jetzt zurückfahren würdest, dann ist da halt wieder eine Werbung, dann ist die aber nicht von Dr. Bereschnikow, es war also keine Absicht. Ja, doch, es ist eine Absicht, da genau eine Werbung einblenden zu lassen. Ja, eigentlich ist es nur eine Absicht, da das Fenster dunkel zu machen, aber man kann Geld damit verdienen, also was soll's. Das stimmt, weißt du, was man machen kann stattdessen? Wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht. Eine Kamera draußen anbieten. Genau, eine Kamera draußen anbringen. Am Zug. Und das ist relativ simpel sogar gemacht, weil man nämlich einfach reingeht, einfach eine RFID-Kamera draußen an. Zug. Das stimmt. Ja, dann macht ihr das. Ja. Dann tun wir das. Nehmt ihr sie auch wieder ab? Ja. Na gut, also, was ist denn davor? Davor ist nichts. Okay. Und der Moment Rest mal, dieser Moment, Anlage? Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. Da unten ist kein Licht. Keins. Das heißt, die Kamera sieht nichts. Das ist doch in der Station. Ist das Licht da dunkel? Naja, natürlich ist es dunkel. Der Zug fährt doch vorbei, der ist doch beleuchtet. Eben, der Zug ist doch von innen beleuchtet. Das müsste doch reichen. Ja. Und eine die Restlichtkamera. Und die haben ja quasi auch immer vorne Licht, damit der Schaffner was sehen kann. Dann gib mir mal Wahrnehmung. -3. Jeder? Ja.
dass die das Licht hat. Ich meine, du kannst Frequenzen nutzen und Wellenlängen, die jemand anderes nicht nutzen kann mit Restlicht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Minimallicht ausreicht, um alles zu erhellen. Okay. Intuition plus Wahrnehmung, ja, ne? Ja, ja. Minus 3, ne? Ja, ja. Jo, ich sehe echt viel. Ich sehe doch nicht so viel. Nicht. Aber oben müssen zumindest die Türen zur Station nicht nur zu sein, Überraschung, sondern die Fenster müssen zumindest verdunkelnd sein, sonst würde da oben Licht durchdringen. Gott, die haben sich ja schon echt Mühe gegeben. Das ist ja nervig. Haben sie extra die 3 Bullen rausgesucht, die sich mal anstrengen, so eine Scheiße. Ja, außer kann ich das jetzt, sonst können die nie was, aber da plötzlich. Aber wenn das, wenn das da unten so dunkel ist, dann wird aber auch unten keiner stationiert sein. Das stimmt. Das ist unser einziger Vorteil. Ich hab da unten keinen gesehen, keine einzige Menschenseele, keine Kameras, keine Sensoren, keine Drohnen. Also ich meine, es war echt ganz schön dunkel, aber ihr habt trotzdem nichts gesehen. Wahrscheinlich haben die da irgendwelche Critter stationiert oder sowas, die da aufpassen sollen. Die brauchen kein Licht. Viel zu einfach. Ja. Wobei, da könnten die Züge nicht durchfahren, da würden die dann reinrennen. Stimmt, die meisten Critter fühlen sich von lauten Geräuschen so angezogen, dass sie direkt dahin rennen. Das stimmt, so da kann man zumindest noch ein Zäunchen hinmachen oder sowas. Zombie-Critter. Ich würde zumindest damit rechnen, dass da irgendwelche Critter drin sind. Na gut, aber da hätten wir jetzt quasi schon mal einen Weg rein, wo wir dann. Aber gab es da unten Abzweigungen, die Richtung unseres Ziels gingen? Hä? Ja. Unklar. Achso. Ich meine, du konntest nur ein bisschen reingucken. Das hätte ich gerne reinfahren gehabt. Wie geht denn die Polizei bei sowas vor überhaupt, wenn sie sowas sichert? Das. Keine Ahnung. Ist noch nicht so häufig passiert. Hat jemand irgendwas? Ich guck gerade. Sicherheitstechnikal? Wie würde ich denn in einer Taktik einer kleinen Gruppe das tun? Nein. Polizeiprozeduren? Oh. Das gefällt mir. Plus Logik, oder? Irrelevant, du hast eh alles auf 3. Stimmt, ich habe auch Polizeiprozeduren, sehe ich gerade. 2 Erfolge. Selbes. Okay, euer gemeinsames Wissen. Dadurch, dass sie Undercover-Fucker haben, müssen sie sich offenbar schon ziemlich anstrengen. Critter dort unten sind eine Möglichkeit, aber die Polizei selbst ist nicht ausgebildet für den Umgang mit Crittern, außer von vercyberten Wachhunden natürlich. Nicht Höllenhunden, denn die sind meistens ziemlich sinnlos. Die können nichts. Aber vercyberte Wachhunde schon. So, auf jeden Fall die meisten Viecher, die im Dunkeln gut was können, das weiß Kaban dann, sind eh nicht so gut abzurichten. Und die Polizei hat dafür nur die Ressourcen, wenn sie einen Konzern dafür anstellt, wie Evo. So viel Geld werden sie da vermutlich trotzdem nicht reinpumpen. Deswegen sind Critter unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, weil sie halt, du kommst dort an der Station ja nur an der einen Stelle halt raus. Oder in einem halben Kilometer wieder aus dem U-Bahn-Schacht nach oben klettern. Bloß da ist dann auch nochmal ein dicker Gullideckel quasi aus Stahl und vorher wirst du vom Zug überfahren. Auf jeden Fall, es ist höchstwahrscheinlich, dass sie oben an der U-Bahn-Station vielleicht noch irgendwas haben, Sensoren oder so ein Shit. Nicht, dass da unten irgendwas ist, weil da ist halt eh dunkel und so. So oder nicht. Drohnen halt mit Infrarot. Da unten vermutlich auch nicht. Da unten eine Drohne reinzupacken ist relativ sinnlos. Du könntest halt dann eher eine Drohne oben abstellen, um das Gebäude zu überwachen und noch eine kleine Peripherie drumherum. Es lohnt sich eher. Okay, das bedeutet aber auch, er könnte dann da unten dieses Loch bohren, ohne dass es irgendwem auffallen würde.
Sie. Höchstwahrscheinlich. Okay. Ja, würde ich sagen, schicken wir die Drohne nach den gesammelten Erkenntnissen nochmal auf die Reise. Wie der Jahre dauern wird. Ja, aber dann könnten wir sie auch diese anderen Tunnel abdingsen lassen, um zu gucken, ob da noch einer der Tunnel in Richtung dieses Schwimmbades geht. Ja, das würde ich als erstes machen. Okay. Hallo, Test. Ja. Sehr gut, Teamspeak fast abgeraucht. Nein, aber ihr habt auf jeden Fall Zugang zu Strom, Gaswasserscheiße von den angrenzenden Häusern inklusive Sweatshop. Nicht von dem langgezogenen Gebäude und zur Straßenbeleuchtung. Dafür fährst du aber anderthalb Stunden von dort, wo ihr sie eingesetzt habt. Nur zur Nebeninfo. Okay, dann. Und um dort richtig Schaden anzurichten, ist die Drohne vermutlich leider ein bisschen klein, weil die ja nur so niedrig ist. Dann müssen wir dann persönlich rein. Entweder das oder ihr habt irgendeine andere Drohne. Oder eine, keine Ahnung, du baust eine Granate drauf oder was auch immer die für einen Scheiß einfällt. Ja, ich dachte auch gerade an schöne Zeitzünder, die irgendwas machen. Die Drohne kostet 3000 Yen. Wie viel habt ihr an Spesen bekommen? Keine. Das ändert aber nichts daran, dass man nicht sogar persönlich da reingehen könnte. Jetzt wissen wir ja, dass es da drin verhältnismäßig safe ist und dass da nicht so schnell Leute rumrennen. Und ihr braucht vielleicht nur eine halbe Stunde. Kaban kann durch, aber er hat danach die größten Rückenschmerzen seines Lebens und wird dauernd irgendwie links und rechts anschlagen mit irgendwelchen Körperteilen. Ja, aber Jojo kann ja rein. Die kann dann auch gegebenenfalls was an der Stromversorgung notfallmäßig drehen und dann da irgendwie was zu machen. Indeed. Dann, Also so eine Notfallschaltung irgendwie, die dann sagt, knips jetzt mit einem Seitenschneider die Stromkabel durch. Die Abbruchschaltung. Richtig. Mit einem Seitenschneider, also... Oder... Ich sag mal, vielleicht sind die Kabel ein bisschen dicker als für so einen Seitenschneider, aber sonst war cool. Bolzenschneider. Thermalbrennstab. Ja, danke. Ja, nehme ich auch. Ja, es ist so ein Thermalbrennstab oder Thermit oder sowas. Das ist dann halt pfup. Oder eine Murmelbahn, die einen Staubsauger auslöst, der dann wiederum eine Klavierfolie auslöst, die dann die Monofilamentkettensäge auslöst. Richtig. Auch das würde gehen. Welche Leute können denn da unten rein normalerweise? Also bei wem sind die angestellt? Bei Energia oder bei Rabutnik? Beides. Energia für die U-Bahn, der Rest Rabutnik. Okay, dadurch, dass da auch Stromversorgung ist, kann Rabutnik da also auch rein. Stimmt, die waren ja auch da letztes Mal irgendwie bei dieser U-Bahn-Haltestelle da, als da gebaut wurde. Das hatten wir ja letztes Mal und ich habe mir überlegt, tatsächlich, Öffis sind eigentlich Energia und Rabutnik ist Gaswasserscheiße. Ja, aber die werden ja die Wartungstunnel auch nutzen, wenn man da von da aus an die Stromversorgung kommt. Und ich habe ja noch eine wunderbare Rabutnik-Uniform. Ja, deswegen sagte ich ja beide. Okay, dann könnte ich das zur Not sogar tun. Beauty. Klingt doch gut, würde ich sagen. Dann ist nur noch die Frage, wie gesichert oder ob man das sehen kann, wie die Tür von außen gesichert ist von der U-Bahn, weil vielleicht kann man sogar da rein und raus. Also, das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, eben. Das ist so die Frage. Das ist so... Kann man das nicht irgendwie mit irgendwelchen Drohnen in Erfahrung bringen? Hat nicht irgendwer von euch so eine Mini-Drohne, so eine ganz kleine, die man nicht sieht? Die ist kurz AFK. Ah, wieder da. So. Ah. Okay. Doch, ich habe auch eine kleine Drohne, das ist nicht das Problem, aber die Dinger fliegen halt so scheiße. Ja, aber wenn du was ganz Kleines hast, was überhaupt nicht auffällt, dann fällt es vielleicht auch den Leuten da nicht auf, weißt du, darum geht's. Und ich will ja nur ein Bild von der Tür von außen haben, damit ich sehen kann, wie die von außen gesichert ist. Ja. Ich glaube, ein Bild werde ich schon für der Tür haben, oder? Eigentlich. Also ich könnte einen Ohrenzeugen da reinschicken. So. Mal davon aus, dass ich das irgendwie fotografiert habe oder so, weil das ist ja sinnlos. Du bist ja letztes Mal
auch drüber Nee, letztes Mal hast du ja keine Drohne, die drüber fliegen konnte. Doch, du hast die Bewaffnung kurz rausgenommen, ich erinnere mich alles. Habe ich nicht. Hörtest du nicht? Ja, ich wollte sie ja nicht rausnehmen und dann musste ich weg, weil ich Kopfschmerzen hatte. Erinnerst. Ja, aber jetzt für die Zukunft, ne? Waffe rausnehmen dauert eine halbe Stunde für die Drohne, das passt dann schon. Okay. Und wieder einbauen auch. Auf jeden Fall los, ihr habt ein Bild schon durch Kaban oder durch irgendwen, das ist ja vollkommen irrelevant. Außen, ihr meint jetzt außen oben, ne? Genau, so. Was, also quasi von innen ist ja nichts drin, es ist nur alles dunkel, die Fenster sind halt dunkel, aber was ist da außen an der Tür? Sehr gut, außen seht ihr nichts, die Tür ist einfach nur zu. Okay, dann haben sie entweder was in der Tür oder die bauen darauf, dass das Interesse durch die U-Bahn-Schächte zu gehen vielleicht doch nicht so groß ist oder sie haben nicht dran gedacht. Hey, die U-Bahn-Schächte sind mit einem ziemlich guten Schloss gesichert? Aha. Immer. Ja, das wird jemanden wie IC-Brecher auf jeden Fall aufwarten. Allerdings sind das auch, ist das auch ein Haufen Hacker. Also Hacker können ja nicht so viel. Richtig. Außer Nahkampf. Ja, aber da sind die immer. Das stimmt nämlich. Ja. Aber dadurch, dagegen sind die Schlösser ja immun, weil wenn sie kaputt sind, geht die Tür nicht auf. Das stimmt, aber das sind ja auch Hacker. Also sie vereinen quasi das Schlechteste in Menschen. Also sie hacken die Schlösser auf und sind dann unbesiegbar. Jo. Kannst du sie immer noch erschießen? Das stimmt, ausweichen können die bestimmt nicht. Die sind ja nur im Nahkampf gut. Nur im Nahkampf können die ausweichen. Ja, dann ist alles safe. Vielleicht werden wir auch in bald erfahren, ob sie ob Messer effektiv gegen Hacker sind. Okay, also, ich kann da unten gegebenenfalls rein, das würde ich aber nicht jetzt sofort machen, sondern vielleicht irgendwann ein bisschen später oder sowas, oder wenn wir uns entschieden haben, wie wir es jetzt genau machen, damit ich da an die Stromversorgung reinkomme. Das kriegen wir alles hin. Kann ich endlich mal wieder an großen Stromkabeln spielen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Früher wurde ich immer da weggescheucht. Es kribbelt immer so schön auf der Haut. Ja, könntest du sie bitte mit einem Thermitbrennstab kaputt machen oder so? Ja, oder ich überlaste sie einfach. Ja, aber ist das andere nicht sicherer? Aber ich kann den Überspannungsschutz beschädigen und dann sieht's nicht mehr so aus, als hätte da jemand drin rummanipuliert, sondern als wäre der einfach nur, naja, alt und verschlissen und dann gibt's einen Kurzschluss. Weißt du? Und dann ist das also blöd gelaufen, aber pff, weißt du, sowas kann passieren. Das eine hatte nichts mit dem anderen zu tun. Sie werden nie wissen, wie wir rein und rausgekommen sind. Es wird ewig ein Mysterium bleiben. Ha, ha, ha. Sie hat so einen Witz gemacht. So, meine kleinen Himbeer-Aneurysmen. Was jetzt nicht auf der Aufnahme ist, ist, weil dass ich in der kurzen Pause mal gefragt hatte, Leute, wollt ihr das jetzt volle Bude jetzt noch durchziehen in den 2 Stunden, die wir noch haben, circa? Da meinten die, na sicher, bist du denn blöd? Es ist alles geplant, es ist alles ausgemacht, es läuft perfekt. Wir werden hier alles so auseinandernehmen, du wirst dich umgucken.
Das wird eingehen als der beste Run in der Geschichte aller Runs. Das haben sie so nicht gesagt. Aber stell dir einfach vor, sie hätten's. Dann wird nächste Folge auch besser. Und ich verbitte mir jetzt schon mal alle möglichen, vor allem von Spielern gesäten Unartigkeiten über mein über meine Arschigkeit. Ich meine, ich weiß, dass ich ein Wichser bin, aber in Bezug auf die nächste Folge ist es nicht mein Fehler, sondern der ihre. Ausschließlich. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Milzbros.